also kommen Spruch von der Kanal begrüßen der Tasse Zöller weiter an Runde HP on Tour. Ja, hoffentlich geht's euch gut. Geht es euch gut drauf? Uns gibt's jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der Folge habe ich gesehen, wir haben Gabelstapler geladen. Es ist Freitag, Vormittag. Und wir müssen nach Polen. Ein einziger Partner da unten von der RT-Log, der Sport kippt. Na, Sport kippt. Sport kippt. So kann ich ja nicht so sagen. Der hat gesagt, logisch. Dein Partner ist mein Partner. Und wenn die Ladung glücklich und ohne Schaden ans Ziel kommt, Stuhlfunktion, okay. Dann haben wir einen neuen Partner am Start. Prozent. Mein Mensch bekommt reparieren lassen in unserem Volvo. Das heißt jetzt auch, ich muss jetzt so fahren, dass ich doch in den Samstag reinfahre. Weil wir haben jetzt da noch gute 21 Stunden, 10 Stunden Fahrzeit haben wir, dass ich ein bisschen von Kohle raus bin. Und dass wir uns in meinem Partner da nicht verärgern. Müssen wir das so machen und dann starten wir halt nächste Woche erst dann am Montag rein. Ich habe mit meiner Frau telefoniert und die hat auch gesagt, mach, wir brauchen die Partner. Also dann auf nach Polen. Risiko ist Physiko, oder? Da ist so. Bitte links halten. In Sachen YouTube. Schaut mal beim Tracker-Anteil vorbei. Beim Sachsen-Player. Die zwei Jungs machen wirklich gute Videos. Jeder auf seine Art. Der Tracker-Anteil macht auch zwei so Storyplates, richtig gute mit ETS. Der Sachsen-Player, mein Freund, der macht Livestreams, der baut und umbaut heute LKWs richtig geil. Ich bin auch, wenn ich im Chat immer beim Zuschauen bin und die Zeit hab bei ihm zum Zuschauen. Grüße gehen raus an meine beiden Freunde, vor allem gehen Grüße raus an meinen Freund, den Tracker-Anteil, der was mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht, was hier mit dem PC aufnehmen, nimm die Ausfahrt rechts, etwas weit, bitte oder rechts Tipps, dass ihr die Post im Vorn verlieren. In Sachen YouTube auch danke an 427 Abonnenten. Ist da draußen, ihr seid der Wahnsinn. Auch dieses Projekt HP on Tour ist zu dem Aufnahmezeitpunkt, was ich jetzt da habe, gut umgenommen worden. Ich versuche mein bestmöglichstes Fing mit Ton und Bild. Und dann werden wir das Team schon gemeinsam rocken, hoffe ich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So. Gelbe, das ist der zweiten Ausfahrt. Dankeschön. Hoppala. Danke, Kollege.
So einer denkt nicht. Nimm diese Ausfahrt. Der Kollege würde jetzt mit Worten den Zielfahrt sagen, Roger, ja. So. Schauen wir mal. Da heben wir zumindest vor einen guten, starken Partner, wenn dies jetzt funktioniert. Der Stock ist. Der hat noch nichts von sich hören lassen. Ach klar, hier jetzt noch so viel Oma abholen können. Und eben in Sofia irgendwas suchen können, gell, aber. War ich mit der Vorzeit nicht mehr gekommen. Wie so eine Bulgarien interne Sache ist. Und ich will ja am bulgarischen Vorgang nicht die Arbeit wegnehmen. So. Die Strecken da über Sofia drauf. Eben weil da eine Steigung in diesem mitten Berg. Er kostet zwar jetzt unseren Haufen Zeit in dem Sinn, aber er ist halt, das ist halt einfach wunderschön. Und ich spüre mich gerade ein bisschen rein. Also, machen wir es halt gerade ein bisschen lauter. Also, komm mal, da bist du aus der Außenansicht wunderschön. Der Stausee. Das haben sie gut gemacht. Macht nur einen Blitzel. Gehen wir also vor und rein theoretisch bis 18 Uhr. Schauen. Also ich weiß, dass ich einen Auflieger bei der Firma steht aus dem Crew, wo ich abladen kann. Und schauen wir mal, ob wir ein Hotel finden. Vielleicht bin ich kein Hotel um uns. Dann wird der Haus dann auch stehen bleiben. Und lass dann auch stehen bleiben. Mitten lass dann auch stehen bleiben. Bitte bis jetzt so. So. Ja, schade, dass wir da runter. Aber ich habe gewusst, einmal werde ich es nicht wissen, dass ich ausgeschlafen muss. In den nächsten Wochen.
Ich habe das erste Buch in dem in Zukunft gefunden, wo ich ausgestoppt bin, Kena. War das erste Buch als Unternehmer bei dir. Die zweite Woche haben wir es jetzt haben wir es geschafft, dass wir daheim stehen. Wochen nehmen die knapp. Am Kreisverkehr erste das erste Wochenende ist der Rost im Kreis gestanden. Das zweite Wochenende sind wir daheim gestanden am Samstag auf Nacht mit einer Ladung von Salzburg. Haben wir eine Ladung von Salzburg auf Innsbruck nach Salzburg gefahren. Der von München einer Summe von der, genau, das ist das gewesen und das ist ein Dorf in gewesen. Mal Ladung nach München gehabt. München leer eine, ja, da sind wir, da haben wir das komplette Wochenende gehabt und das Wochenende drauf sind wir, haben wir die Ladung von Luxemburg nach Innsbruck gehabt. Müssen uns da diese Woche wieder zuschmieden. Jetzt mal kurz die Wochen hintereinander. Dann haben wir dann einfach da. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Johnny, komm schon! Sonntag 3.59 Uhr hebt man Zeit. Okay. Das war auf die Tumultag. Dass wir in der Zeit, was wir haben, viel erledigen. 18 Stunden, 7 können wir noch fahren. Ist ein bisschen über die Zeit drüber, dass man uns ja den Partner jetzt hier holt. Gibt's doch einmal Gas davon. Nicht schlafen. Bis Freitag. Die meisten von uns wollen nach Hause. Ah, die ist da mit dem Kreis auf der rechten Seite schief gemacht. Verlassene Tankstelle.
eigentlich Ski. Also es haben sie wirklich Ski gemacht. Schaut mal, wie weit gehen die Straßen, die bloß gespart sind. So wie jetzt da. Jetzt da so schaust, wie weit kann das dann die Wirtschaft umfahren? Das ist das, was ich meine. Ich weiß nicht, von wo man es ausprobiert, da kannst du dann so ein X rumfahren. Wenn es die Innerpiste mit der Flycam. Absolute coole Sache mit der Flycam, wenn die aktiviert ist. So wie jeder, zum Beispiel, dass die Gegend gefällt, du musst dann mal die Gegend umschauen, so wie jetzt da, die Orte links, rechts. Du musst dann mit Lastwagen fahren. Schön, schön, schön. Das ist noch mehr als 117. 143. Immer geradeaus. Geradeaus. Mach mal erstmal hin. Ich glaube, es fasziniert von der Gegend. Weil ich bin da schon so oft durchgekommen. Mit meinen Kumpels, da ist es Tagen zu Nachtzeiten. Aber es ist der, man entdeckt immer wieder was Neues. Das Spiel wird nie langweilig. Jetzt gibt es mir entschieden. Jetzt gibt es mir entschieden. Die Zeit ist ja, ja, das geht. Die Zeit ist auch im Sparen. So, so 60. Ich persönlich als Lastwagenfahrer, wie ich selber gefahren bin, ich habe nie ein Wochenende ausgetrieben müssen. Nur weil wir einen Feiertag ausgetrieben müssen, dass ich dann 21 Jahre, wo ich gefahren bin, habe ich nie ausgeschlafen müssen.
Das ist halt der Vorrat. Was für einen bulgarischen Vorrat, der hat in so einer kleinen Kabine, wie wir jetzt hier haben, 3 Monate hat er leben müssen. Also da, wo er mit mir geredet hat, hat gesagt, er ist jetzt schon 3 Monate mit der Bank gemacht. Also das hat dann nichts mehr mit Landfahrerromantik zu tun. Meine Onkel sind genau in der Größenordnung mit Kabine und mit PS, mit einem MAN, Deutschland, Italien gefahren. Die Jungs, die fahren ja von der überall hin. Schau her, ja. Strafe, um es mal auf. €500. Haben sie wenigstens repariert? Ja, haben sie nicht. Sie war das früher, das wurscht war. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen. Sorry Leute, ich wollte ja das wirklich auch mit realistisch einnehmen. Dann in der Heimat reparieren und da irgendwo eine Werkstatt zu rufen, dass du das aus Rumänien oder Bulgarien irgendwie rausziehst. Ich bin bei einer von Bulgarien aufgeregt und die irgendwie 10 Euro kosten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nach links ab. Ich glaube, wir überlegen, wenn wir dann Nummer von wie wir das. Also, ich habe mich schon bemerkt, es wird gut. Wo fährt es dieser, wieso ich mit jetzt? Das darf mich mal interessieren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen.
Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Jawohl. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Warten wir eben auch mit Schutz zu so in meinem Weg. Ja, klar. Wieso habe ich jetzt noch gebraucht? Wirtschaft von 1300 Euro. Am glaub ich glaube gar nicht, dass ich mich als Rastung da in Rumänien schon mal verwecken muss. Osten ist nichts für mich, scheint sie. Da beim Wiegen zahlen, der Lastung wäre kaputt. Da haben wir noch Reparaturkosten wahrscheinlich auch noch die Woche. Mal irgendwie zurückgefahren.
5 Stunden, 5 Minuten. Zeit zu gehen. Den Checkpoint wieder weg. Checkpoint so. Ich schaue jetzt, dass ich bis Polen auf. Fahrt vorsichtig. So durchkriegen. Und wenn es die Maschine zerreißt. So schnell wie möglich nach Polen aufheben. Mit der Vorzeigkammer das so an, wie man hier. Das war eine Schicksalsfügung, dass ich einen neuen Lastwagen gekauft habe. Ist zwar ein gebrauchter, aber zumindest hätte man Ersatz. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt hätten wir einen Satz 14 Stunden. Zwei habe ich noch, wenn wir bei 12 herunten. Das heißt, wir müssen jetzt in 2 Stunden auf Risiko dazufahren. Bei der Internet, was wir jetzt bis jetzt seit der Ladung aufgenommen haben, Strafen zahlt haben. Ah, sind eh gerade 2 gewesen, aber das ist auch schon 1800 Euro, gell? Was wir jetzt allein da auf der Tour liegen lassen an Strafen. So ist der Zug immer. Der Eiji hat erst gehört. Wir brauchen ja gerade einen neuen Aufnieger.
Sendung so bezeichnet. Die sagt wird immer 50 Schicken. Geradeaus. Von Deutsch und unser Charakter schon jammern. Weil wir vom Entschluss so jammern, unser Charakter jammern. Ich bin kollabiert, aber mein Charakter ist nicht. Zeit würde jetzt dort zurückfunden, da ist so was los. Drauf. Den Deckel und wir schlafen. Ja, dass das von mir jetzt so eine Just-in-Time-Sache ist. Wo ist hoher Einsatz? Hat keine Ladungsbeschädigung. Das ist nur die Stufe. Das ist jetzt verkehrt davon. Wir müssen jetzt gleich einmal die Grenze kämmen und an der Grenze dann mal die Brücke beenden mit dem Schluss. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Über den Grenzübergang nehmen wir irgendwo gut drüber. Nimm diese Ausfahrt. Auf geht's. Auf dem Stück 30 Kilometer bei 12 Stunden Fahrzeit. Muss ich noch tropfen auf 10. Und dann haben wir für die nächste Folge einen notlosen Übergang. Also. Steht mir jetzt ein Wochenende wie vor in Polen. Ein Wochenende mit Wochenanfang. Polen ist auch Wochenende vor Verbot. Das kommt so gut.
dass du jetzt so eine Schlafwaffe nimmst. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ah ja, jetzt fang das Düsen. Jetzt fang das Düsen. Ah, dann kommt man in den Schluss wieder. Ich bin nicht, ich komme mit denken bis zur Grenze. Ich ist leider nicht so. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus HP on Tour weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann was du dir hier dieses Video schaust, vergesst zwar meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, vor allem meinen lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!